Sag mal, Bastian, wieso gibst du überhaupt Coachings im E-Commerce-Bereich, wenn doch Online-Shops selber schon so viel Geld abwerfen? Wieso machst du denn das überhaupt? Das ist doch alles Bullshit. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel. Dieses Video wird heute ein absolut improvisiertes Real-Talk-Video. Das heißt, auf der einen Seite für die Leute in meiner Community, die meisten kennen meinen Werdegang oder mein Leben sowieso schon, aber trotzdem werde ich auch da einfach nochmal ins Detail gehen über mein eigenes Leben, auch erzählen, warum ich dieses ganze Coaching überhaupt mache. Und auf der anderen Seite natürlich auch für den einen oder anderen Hater sozusagen, Leute, die neidisch auf mich sind oder auf dich sind, wenn du Erfolg hast, um einfach mal diese ganze Sache hier klarzustellen. So, erstens mal ganz klar, wenn ich coache, habe ich einen Einkommensstrom. Punkt. Ich verdiene Geld damit. Ja, geil. So, das ist schon mal der erste Punkt, wo einfach super viele neidisch sind. Ja, und die dir dann praktisch probieren, diese Sache schlecht zu reden. So, alles andere wäre Bullshit, zu sagen, ich verdiene kein Geld damit. Natürlich verdiene ich damit Geld. Ich verdiene damit Geld, indem ich anderen helfe, sich ein eigenes Business aufzubauen und selbst Geld zu verdienen. Rate mal, wieso ich so viel Geld für diese Coachings nehmen kann. Genau deswegen. Wenn du die Möglichkeit hast, anderen zu helfen, diese finanziell frei zu machen, dann kannst du auch Geld damit verdienen. Überleg dir einfach mal, was hast du aktuell für einen Beruf? In was für einer Situation bist du? Wie viele Jahre bist du vielleicht schon in diesem Beruf? Wie viele Jahre hast du hier schon reingesteckt, obwohl du nicht wirklich Spaß dran hast? Obwohl du vielleicht nicht wirklich das Geld verdienst, das du gerne verdienen würdest? Wo du vielleicht nicht die Unabhängigkeit und die Freiheit hast, die du gerne hättest? Und jetzt kommt jemand und kann dich genau dorthin bringen, wo du hin möchtest. Glaubst du, er macht es umsonst? Nein, natürlich nicht. Glaubst du, er kann Geld dafür verlangen? Ja, wahrscheinlich schon. So, das ist aber ein Punkt. Wenn du jetzt aber mal ein paar Jahre zurückgehst in meinem eigenen Leben, wie ist mein Leben überhaupt verlaufen? Ja, ich war keiner, der mit 17 gesagt hat, ja, ich breche die Schule ab, ich mache nur noch Internet und so weiter. Nein, ich bin damals ganz normal zur Schule gegangen. Ich habe damals mein Abi gemacht, mein Abitur. Nach dem Abitur wusste ich einfach erstmal nicht, was ich machen sollte. So, das war schon so eine Mini-Depression, sage ich mal, weil ich wusste, okay, ich will eigentlich was Eigenes haben, aber ich bin im Endeffekt in einem Elternhaus aufgewachsen. Wir waren nicht arm, wir waren aber auch absolut nicht reich. Also so ein ganz normales, durchschnittliches, bürgerliches Elternhaus. So, das heißt, alles war halt eher Richtung, such dir einen sicheren Job, sage ich mal, getrimmt. Also halt das ganz normale Leben, was der klassische Angestellte halt auch in seinem Kopf drin hat, warum auch 99% der Bevölkerung angestellt sind, obwohl sie es vielleicht gar nicht sein möchten. So, was habe ich nach dem Abitur gemacht? Ich habe das erste Studium damals angefangen, was ich danach abgebrochen habe. Angebrochen ist schon fast die Mischung, weil es mir einfach nicht gefallen hat. So, ich habe relativ schnell gemerkt, ist nichts für mich. Dann wusste ich wieder nicht, was ich machen soll. Ich habe das nächste Studium angefangen. Was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, was jeder macht oder gefühlt, wie das Sprichwort so schön sagt, der nicht weiß, was er machen soll, habe ich BWL studiert. So habe ich mir gedacht, wenn ich hier richtig, richtig gut bin, BWL, Wirtschaft, Geld, Kapital, Unternehmertum, da lerne ich bestimmt was. So, was ist passiert? Ich habe mich 3 Jahre lang richtig reingekniet in dieses Studium. Ich habe mit Bestnoten abgeschlossen. Und das sage ich hier nicht, um anzugeben, sondern um dir zu zeigen, dass diese Zeit komplett für ein A-Punkt-Punkt-Punkt war. So, denn was habe ich gemerkt? Ich bin aus dem Studium rausgekommen, ich war dann erstmal 1 Jahr lang angestellt im Finanzwesen und habe gemerkt, okay, du hast hier drei Jahre lang Gas gegeben, hast mit Bestnoten abgeschlossen, um jetzt im Endeffekt einfach ein intelligenter Angestellter zu sein. So, das heißt, ich bin jeden Tag aufgestanden, im Durchschnitt um 6 Uhr, ich hatte ungefähr 50 Minuten Hinweg zu meiner Arbeit, war dann da meistens zwischen 8 und 9 Stunden drin, hatte dann noch 1 Stunde Mittagspause da dort, war dann wieder ungefähr 50 Minuten zurück, also auf dem Rückweg nach der Arbeit. Das heißt, ich war zwischen 11 und 11,5, manchmal 12 Stunden am Tag unterwegs. So, das heißt, wenn du morgens um 6 aufstehst, um 7 irgendwie losfährst, dann kommst du ungefähr um 7 wieder zurück oder zwischen 6 und 7, 6.30 Uhr und 7. Du bist ausgelaugt, weil du den ganzen Tag gearbeitet hast. Der Tag ist wieder für ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Danach habe ich mich noch zum Sport geschleppt. Ja, das habe ich einfach nie aufgegeben. Hin, zurück, sind dann wieder 2 Stunden ungefähr weg mit Essen, mit Duschen und so weiter. Waren 14 Stunden vorbei. Der Tag war gelaufen. So, ich dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Ich stehe jeden Tag extrem früh auf. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich Bock auf diese Arbeit. Ich bin in einem 9-to-5-Job, meistens sogar einen Tick mehr, den ich arbeiten musste. Ich verdiene viel zu wenig Geld für die Vorstellung, für das, was ich eigentlich vom Leben habe. Und ich sage mir, hey, ich lebe ein einziges Mal. Wenn ich jetzt hier so weitermache, bin ich die nächsten 30, 40 Jahre genauso unzufrieden wie jetzt schon,
wahrscheinlich noch unzufriedener, weil sich diese Unzufriedenheit immer weiter aufstaut, immer weiter. Ich hatte jeden Tag eigentlich gar keine wirkliche Lust aufzustehen, weil ich gesagt habe, wofür? Du bist in so einer Maschinerie drin, du funktionierst, aber du hast ja nicht mal eine wirkliche Belohnung, weil das, was du dir vom Leben wünschst und was du dir vorstellst, dass du ein teureres Auto fährst, dass du unabhängig arbeiten kannst, dass du frei bist, dass du in den Urlaub fahren kannst, wann du möchtest, wie du möchtest, mit wem du möchtest, wohin du möchtest. Dass du nicht gucken musst, kostet mich der Urlaub jetzt irgendwie 100 oder 200 Euro mehr, sondern dass du sagst, okay, kostet der mich jetzt 3.000 oder 5.000 mehr, so what? Das war die Vorstellung, die ich vom Leben hatte. Und ich dachte mir, wenn ich so weitermache, werde ich enden wie 99% da draußen auch. Und das wollte ich nicht. Und ich war depressiv und ich war niedergeschlagen und das gefühlt jeden Tag. Weil ich habe nur vegetiert. Ich habe nur funktioniert und das ja nicht mal glücklich, sondern absolut unzufrieden. So, und was ist dann passiert? Und by the way, das Schlimme war ja auch noch, alle Menschen um mich rum waren genauso gepolt. Ja, das heißt, also diese ganzen Angestellten um mich rum. Das hatte auch gar nichts, ist keine Propaganda gegen angestellt sein. Ich habe noch einen ehemaligen Freund damals aus dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, der ist super happy damit. Dann ist das auch fein. Nur wenn du mehr vom Leben willst, und zwar nicht nur so ein bisschen mehr, sondern so viel mehr, dann musst du was ändern. Und wenn natürlich alle Leute um dich rum, in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auf der Arbeit, so ticken wie der klassische Angestellte, und du dann dich plötzlich kundig machst, so wie es ich gemacht habe, ich bin ins Internet gegangen, so wie du wahrscheinlich gerade, weil du dieses Video hier anschaust, habe ich geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. So, und dann hörst du das, dann bist du begeistert und denkst dir stark, da könnte was gehen. Dann erzählst du das den Menschen, dann kommt nur negatives Feedback. Bullshit, sowas funktioniert doch nicht, du hast das doch nie gelernt, mach mal eine neue Ausbildung, studier mal was Neues, so schnell kann man sich doch keine Selbstständigkeit aufbauen. Absoluter Bullshit. So, und das hörst du von Menschen, die aber überhaupt nicht an der Stelle stehen, wo du eigentlich hin möchtest. Und das wusstest du damals nicht, das wusste ich damals nicht. Das heißt, das hat mich lange Zeit eingeschränkt, zurückgehalten. Oh, verdammt, wahrscheinlich haben die recht. Wenn ich das anfange, was passiert eigentlich, wenn ich es nicht schaffe? Und so weiter und so fort. Aber ich habe für mich damals die Entscheidung gefällt, ich werde alles dafür tun. Es war wirklich alles, hier rauszukommen. Denn für mich war es zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Option mehr. Es war kein Bestandteil, kein Teil meiner Realität mehr, dass mein Leben so weiterlaufen wird. Ich hätte eher Pizzas ausgefahren, ich hätte Briefe ausgetragen und hätte in der anderen Zeit noch weiter an dem Business für mich selbst gearbeitet, als in diesem Job hier zu bleiben, der mich den ganzen Tag kostet, wo ich mir nichts hätte nebenbei aufbauen können. Geschweige denn das Leben, das ich eigentlich möchte. Und ich habe das so in meiner Realität festgelegt, dass ich dann damals angefangen habe, zuerst mit klassischem Dropshipping, da sind die ganzen Probleme aufgekommen, das war Ende 2017, dann 2018 bin ich ins POD Dropshipping, viel geilere Möglichkeit, habe dann begonnen, mir ein eigenes Business aufzubauen. Und gleichzeitig habe ich damals schon gesagt, das ist auch der Grund, warum ich dir das jetzt gerade erzähle, wenn ich eine Möglichkeit finde, einen Skill finde, der mich rausbringt aus dieser Situation, wo ich jetzt gerade bin und dahin bringt, wo ich hin möchte, dann bringe ich das anderen Menschen bei. Weil ich ganz genau weiß, wie schmerzvoll das sein kann, innerlich, wenn du unbedingt raus willst, aber keine Möglichkeit siehst, dorthin zu kommen. Vor allem, wenn du eben nicht ein reiches Elternhaus hast. Wenn du nicht 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 Euro Startkapital hast. Ich weiß genau, wie beschissen diese Situation ist. Das war der Punkt, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn ich etwas kann, dann bringe ich das anderen bei, weil ich den Schmerz kenne. So. Das ist der eine Punkt zum Thema, ne, warum ich coache. Der nächste Punkt ist, in allen anderen Berufen ist es ja ganz normal. Wenn ein Arzt andere ausbildet, ich meine jetzt nicht im Studium, sondern in dem Ausbildungsjahr, ist es normal. Wenn ein Physiotherapeut andere Physiotherapeuten ausbildet, ist das normal. Wenn ein Gesangslehrer andere Gesangslehrer ausbildet, ist es normal. Wenn ein Heilpraktiker andere Heilpraktiker ausbildet, ist es normal. Da sagt keiner, hey, wieso bildest du andere Heilpraktiker aus, anstatt selber einfach nur deine Naturheilpraktik zu machen? Wieso bildest du andere Ärzte aus, anstatt einfach nur Patienten zu behandeln? Warum meckern die Menschen hier? Erstens mal, und das verstehe ich, 95% der Coaches da draußen sind absoluter Scam, weil sie nichts drauf haben, nichts. Der komplette Coaching-Markt gehört um mindestens 95% der Leute bereinigt. Du siehst, ich mache hier alles live, hier wird nichts geschnitten. Das ist Real Talk.
So, deswegen verstehe ich erstmal, wo diese Skepsis herkommt. Du hast so viele Leute da draußen, die machen einfach nur gutes Marketing für sich selbst, haben aber nichts dahinter. Nichts. So, deswegen verstehe ich erstmal, wo das herkommt. Komplett. Und nichtsdestotrotz, wenn du dann aber jemanden vor dir hast, der wirklich was drauf hat, der dir einen Skill beibringen kann, wie du online Geld verdienst, wie du dir deine eigene Brand aufbaust, wie du dir deinen eigenen Shop aufbaust, wie du mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit in deinem Leben hast, wie du rauskommst aus diesem 9-to-5-Job. Glaubst du, du würdest dann nochmal bei diesem Menschen kritisieren, dass er andere coacht? Nein, weil es Bullshit ist. So, das sind die Gründe, warum ich coache. A, wie gesagt, ich habe einen Einkommensstrom, verdiene Geld damit. Jeder, der einen Skill hat, den er nicht monetarisiert, mit dem er kein Geld verdient, ist dumm. Zweiter Punkt, ich weiß genau, wo du jetzt wahrscheinlich gerade bist, wo du hergekommen bist. Und Menschen wie dir bringe ich bei, dort rauszukommen. Der dritte Punkt, bei anderen Berufen ist es auch komplett normal, das zu machen. Und genauso legit ist es hier auch. Du darfst halt nur nicht auf irgendeinen Scam reinfallen, zu dem 95% der Menschen da draußen gehören. Und der vierte Punkt ist, den werde ich aber hier nicht verraten, die Leute, die in meinem Coaching sind, sind Bestandteil eines großen Projektes. So, das heißt, hier wird nicht einfach nur ein Coaching verkauft, damit ein Coaching verkauft ist und ich mein Geld verdient habe. Nein, alle meine Teilnehmer sind Teil eines großen Projektes. Das werde ich hier allerdings nicht nach außen tragen. Das wissen die Leute, die in meinem Coaching drin sind. Wenn du Teil davon werden möchtest oder wenn du dir auch deine eigene Brand aufbauen möchtest, raus willst aus 9-to-5, mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit in deinem Leben haben möchtest, dann wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist es natürlich ein Disclaimer, ganz klar, aber damit du weißt, wo du halt diese Möglichkeit findest, findest du den Zugang zu meinem Personal Mentoring. Das war jetzt ein bisschen Real Talk, aber war einfach mal angesagt. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche, Kommentare habt, Fragen, haut sie in die Kommentare unten rein oder schreibt mir auf Instagram. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Bastian.